Bonn ist traditionell eine Hochburg der Mathematik. Mit dem Sitz des Exzellenzclusters Mathematics Foundations Models Applications festigt und verstärkt die Bonner Friedrich-Wilhelms-Universität ihren Stellenwert in der Welt der Mathematik. Der Cluster ist breit aufgestellt. 4 mathematische Institute und das Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften der Universität sowie das Max-Planck-Institut für Mathematik bringen sich in den Cluster ein. Mehr als 50 Professoren sind beteiligt. Ich glaube, was uns hier wirklich in Bonn auszeichnet, ist, dass wir nicht nur in einem Teilbereich der Mathematik und theoretischen Ökonomie stark sind, sondern wirklich ein breites Spektrum abdecken. Das Spektrum reicht wirklich von den mathematischen Grundlagen über die Modelle, numerische Simulationen bis hin zu relevanten Anwendungen. Die Struktur des Clusters besteht aus 3 Komponenten. Die erste, ein internationales Zentrum für Wissenschaftler aus aller Welt. Das Hausdorff Research Institute for Mathematics ist eine Art Garten Eden für Mathematiker. Mit dem einen Unterschied, dass es nicht nur nicht verboten ist, Äpfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken, sondern im Gegenteil, das ist das Einzige, was man tun muss. Führende Wissenschaftler aus aller Welt versammeln sich hier, um Grundlagen der Mathematik zu diskutieren und die Forschung weiterzutreiben. Diese hochkarätigen Runden sind keine kurzen Tagungen, sondern spezifische Trimesterprogramme, die über 4 Monate zu einem Oberthema laufen. Das Hausdorff-Institut ist die internationale Bühne des Bonner Exzellenzclusters. Dieses Institut mit seinen fokussierten Programmen zur Mathematik und mathematischen Ökonomie ist einzigartig in Deutschland. Die zweite Komponente des Clusters ist der Ausbau der Forschung. Das Hausdorff Center for Mathematics vergibt Professuren an Spitzenforscher. Und der erste Hausdorff Chair wurde inzwischen besetzt mit Professor Stefan Müller. Ich beschäftige mich mit der mathematischen Theorie von Mikrostrukturen und damit versuchen wir, das Verhalten neuer Materialien besser zu verstehen und dann auch gezielt zu verbessern. Ein Beispiel sind die sogenannten Gedächtnismaterialien, die sich auch nach starker Verformung wieder an ihre ursprüngliche Form erinnern können. Das sind ganz spezielle Metalle, die können bei Raumtemperatur unterschiedliche Kristallstrukturen annehmen und die können sich in vieler Weise mischen. Dadurch sind die bei Raumtemperatur sehr leicht zu verformen. Bei hoher Temperatur gibt es aber nur eine Kristallstruktur und deswegen springen die dann immer in die ursprüngliche Form zurück. Als vormaliger Direktor des Leipziger Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften hat Professor Müller über Jahre auf diesem Gebiet geforscht. Durch ein personengetriebenes Berufungsverfahren gelingt es dem Hausdorff-Zentrum, hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend auch aus aller Welt nach Bonn zu holen. Und zwar auf allen Karrierestufen. Laszlo Szekely-Jidi ist einer der Bonn Junior Fellows. Das sind auf 5 Jahre befristete Professuren für außergewöhnliche Nachwuchswissenschaftler. Der junge Professor ist Ungar und hat in Oxford und Leipzig studiert, sowie weitere Aufenthalte in Princeton und Zürich verbracht. Sein Gebiet sind mathematische Modellrechnungen in der Strömungsmechanik. Ich denke, es ist ein tolles Gefühl, wenn man in der Mathematik etwas verstanden hat, wenn ein Problem aus dem richtigen Blickwinkel und dem richtigen Zusammenhang betrachtet, auf einmal sich mit spielerischer Leichtigkeit lösen lässt. Und für mich ist die Mathematik eben die Suche nach solchen Zusammenhängen. Die dritte Komponente ist die in den Cluster eingebundene Graduiertenschule BIX, die Bonn International Graduate School in Mathematics, an der mehr als 120 Studenten promovieren. Die besten von ihnen werden mit Hausdorff Scholarships über 3 Jahre gefördert. Immerhin 30 solcher Stipendien kann die BIX anbieten. Die BIX ist einer der Gründe, warum das nationale Hochschulranking den Studienort Bonn im Fach Mathematik ganz vorne sieht. Die BIX zieht hervorragende Studenten aus aller Welt zur Promotion nach Bonn. Die inspirierende Atmosphäre, die Interaktion mit den anderen Doktoranden und die persönlichen Kontakte zu international herausragenden Mathematikern ist eine enorme Bereicherung für die Doktoranden auf Jahre hinaus. Welche Bereicherung die Mathematik für industrielle Anwendungen sein kann, dafür ist das Promotionsthema von Benedikt Wirth ein schönes Beispiel. Die Optimierung geometrischer Formen. Die Sportschuhfirma Adidas hat ihm die Datensätze vermessener realer Füße zur Verfügung gestellt. Der Doktorand berechnet daraus 3-dimensionale Modelle der durchschnittlichen Fußform. Und er kann aufzeigen, wie groß die Bandbreite von Abweichungen von diesem Normfuß ist. Seine Forschungsergebnisse können die Gestaltung neuer Sportschuhmodelle optimieren.
Mathematics Foundations Models Applications. Der Bonner Exzellenzcluster ist der Tradition verpflichtet und der Zukunft verschrieben.